Was? Der kann hier abbauen? Freunde, hier kann man nicht mal abbauen. Wie kann er das hin? Was ist das für ein kranker Hacker? Hey Freunde, und zwar verlosen wir 3x 25 Euro Paysafe Card, also insgesamt 75 Euro. Um eine von den 25 Euro Paysafe Karten gewinnen zu können, müsst ihr erstens dieses Video hier liken, einfach mal einen netten Kommentar schreiben und zusätzlich noch diesen Kanal hier abonnieren und die Glocke aktivieren. Wenn ihr die ganzen Schritte befolgt habt, könnt ihr eine Paysafe Card gewinnen. Ich wünsche euch viel Glück, viel Spaß mit dem Video. Hey Freunde, was geht ab? Ich bin heute mal wieder auf dem durchrasten.de Server, das ist mein Citybuild Server. Wir planen auch so unfassbar coole Sachen. Jetzt morgen oder übermorgen haben wir Geburtstag und macht euch auf jeden Fall auf was gefasst, Freunde. Freunde, es wurde gerade ein Spieler reported. Und der wurde auch nicht nur einmal reported, der wurde gerade von insgesamt innerhalb von 20 Minuten, müsst ihr euch wohl merken, innerhalb von 20 Minuten fünfmal reported wegen Hacking. Deswegen bin ich mir auf jeden Fall ziemlich sicher, dass der auch hackt. Und ich werde mich jetzt einfach mal mit euch zusammen zu dem teleportieren und mal schauen, was der so treibt. Ich muss mal ganz kurz schauen, wie der nochmal in-game heißt. Und dann werden wir uns auf jeden Fall mal zu dem teleportieren. Wie gesagt, auf unserem Server gehen wir darauf acht, dass nicht gehackt wird und dass auf jeden Fall ihr ein faires Spielerlebnis erlebt. Deswegen joint auf jeden Fall mal drauf. Würde mich auf jeden Fall freuen. So. Esquilix. Was ist das für ein komischer Name? Der Name kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Ich muss erstmal schauen, bin ich überhaupt im Vanish? Ja, ich bin im Vanish. Geht nochmal vorsichtshalber. Ja, ich bin im Vanish. Ich werde mich jetzt zu dem TPen. Wie heißt der jetzt nochmal? Esquilix? Ja, so. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das wirklich... Warte, stopp! Was? Freunde, wir haben ihn jetzt ja gerade auf frischer Tat... Was? Hat er den Typen gerade gekillt? Nein! Nein! Das gibt's doch jetzt nicht! Wie? Der fliegt hier einfach rum? Also sowas Dreistes habe ich ja noch nie gesehen. Freunde, ich habe jetzt nicht gesehen, wie der Typ heißt. Ich werde mir auf jeden Fall die Aufnahme im Nachhinein nochmal angucken und dem Typen seine Items wiedergeben, weil jetzt habe ich ihn gerade verloren. Wo ist der Typ jetzt hin? Der fliegt hier einfach richtig dreist rum. Sogar am Spawn, es interessiert ihn gar nicht. Sag mal, ist der bescheuert? Nein. Was macht er denn? Hat er den gerade einfach so getötet? Bitte was? Das geht gar nicht. Warte, stopp mal. Das geht gar nicht. Es ist PvP. Ist hier verboten in der Farmwelt von Citybuild. Man kann hier gar keinen töten. Was ist das denn für ein kranker Hacker, bitteschön? Also stopp mal, ich werde das jetzt... Also nein. Was macht der denn für Sachen? Oh mein Gott! Alter! Also Freunde, habt keine Angst, ich werde den Leuten auf jeden Fall die Sachen wiedergeben. Was macht der jetzt? Warte, stopp mal, Freunde. Bitte was? Stopp mal. Warte. Nein. Das kann gar nicht. Das ist unmöglich. Das geht nicht. Freunde, ich muss euch das jetzt mal ganz kurz erklären, was hier jetzt gerade los ist. Der hat hier, wo der hier jetzt gerade eine Base hat, okay? Hier kann der gar keine Base haben. Das hier ist alles noch protected. Der kann hier einfach keine... Nein, das muss ich jetzt... Der hat hier... Wie kann er denn hier eine Base haben? Ich bin jetzt gerade ein bisschen schockiert, muss ich sagen, Freunde. Mach mal ganz kurz hier Tag. Was steht hier? Wer hier reingeht, wird mit einem permanenten Serverausschluss bestraft. LG, SkyGuy und Forks, will der hier die Leute damit raushalten oder was? Also nein. Der hat hier, um das jetzt nochmal ganz kurz festzuhalten, Freunde, der hat hier am Spawn, wo niemand eine Base haben kann, eine Hacker... Nein. Also was?
Das ist doch mehr... Nein, das habe ich noch nie erlebt. Seitdem ich hier diesen Server mache, habe ich sowas noch nicht erlebt. Das habe... Nein. Was zur Hölle ist das denn? Jetzt steht hier, du wurdest gewarnt. Wenn du jetzt aber schnell wieder weggehst, bekommst keinen Bann. Schwöre. Was? Der kann hier abbauen? Freunde, hier kann man nicht mal abbauen. Wie kann der das hin? Was ist das für ein kranker Hacker? Ich bin jetzt gerade ein wenig schockiert, muss ich sagen, Freunde. Weil ihr müsst euch vorstellen, der könnte rein theoretisch den ganzen Spawn hier jetzt gerade griefen. Was macht er jetzt? Oh mein Gott, und hier ist jetzt eine Truhe. Also was? Sowas habe ich ja noch nie erlebt. Also wie gesagt, Freunde, es tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen schockiert bin, aber damit habe ich jetzt ja mal gar nicht gerechnet. Ich dachte, das ist jetzt einfach so ein normaler Hacker, der hier einfach ein bisschen rumfliegt und die Leute verarscht. Aber dieser Typ, ihr habt das doch gerade auch gesehen, dass der hier gerade, hier ist das Protected. Der, ich komme gerade nicht klar. WTF. Also Freunde, ich werde hier jetzt einen ganz kurzen Cut machen und ich werde jetzt mit meinen Programmierern reden und fragen, woran das liegt. Dann werden wir das Problem beseitigen und dann werden wir diesen Typen auf jeden Fall bestrafen. Weil ich will den jetzt ungern verärgern, dass der mir hier meinen ganzen Server wegbombt, wisst ihr. Und dann würde ich sagen, werden wir den gleich auf jeden Fall verarschen. Ich bin gleich wieder da, ich werde jetzt mit meinem Programmierer sprechen. Wir sehen uns, bis gleich. So Freunde, ich bin jetzt wieder da, ich habe mit meinem Programmierer geredet und es ist jetzt alles gefixt. Der Typ kann jetzt nicht mehr abbauen. Das war nur mit einem ganz bestimmten Hack-Client oder so möglich. Ich kenne mich da auch auf jeden Fall nicht aus. Es ist jetzt auf jeden Fall gefixt. Ich werde jetzt nochmal zu ihm runtergehen und schauen. Aber... Ja, seht ihr, er kann auch nichts mehr abbauen. Er kann nichts mehr abbauen. Gott sei Dank, Alter. Das Problem ist gefixt. Ich bin ja auf jeden Fall ziemlich froh, dass dieser Typ das nur so ausgenutzt hat. Er hätte theoretisch den ganzen Farmwelt-Spawn wegmachen können. Hat er aber nicht gemacht. Aber ich werde ihn trotzdem auf jeden Fall bestrafen, weil sowas Dreistes habe ich ja in meinem gesamten Leben noch nie erlebt. Schreibt er vielleicht auch was in Chat, regt er sich irgendwie auf. Ja, hier, er schreibt einfach Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ich werde mich mal wieder zu ihm teleportieren. Und ich würde sagen, wir killen ihn jetzt einfach. So wie er es gerade mit den anderen gemacht hat. Ich gebe jetzt einfach ein Slash Kill. Hauptsache, er fliegt schon wieder. Dieser Typ, ey. Slash kill S, Quillix. Ja, Freunde, jetzt haben wir ihn einfach gekillt. Hä, wo ist der denn jetzt schon wieder hin? Oh, jetzt haben wir das nicht gesehen. Egal. Also, wie gesagt, Freunde, den haben wir es auf jeden Fall gehörig gezeigt. Und ich werde jetzt auf jeden Fall noch zu seiner Base gehen. Die muss ich mal nur ganz kurz wiederfinden. Wo war die denn nochmal? Vielleicht ist er schon wieder bei seiner Base. Nein. Oh, jetzt müssen wir seine Base finden. Ah, ich hab sogar ein Home gesetzt. Slash Home Spawn, damit ich dich wiederfinde und meinen Programmierern zeigen kann. Slash Spawnbase war das, glaube ich. Ja, hier ist jetzt seine Base. Und Freunde, ich werde jetzt seine Base einfach planieren. Also das ist jetzt ja, also wirklich. Wie gesagt, sorry, dass ich so schockiert war gerade. Aber das habe ich ja noch gar nicht. Er kann jetzt auch nicht mehr an seine Truhe ran. Perfekt. Also, dann werde ich jetzt erstmal Folgendes machen. Ich werde jetzt einfach Svea Lava. Ach, ich muss ja noch eine Zahl eingeben. Svea Lava 5. So, ich würde sagen, das hat er auf jeden Fall verdient. Also, Freunde. Wie gesagt, Freunde, auf unserem Server, da kümmert man sich auf jeden Fall um Hacker. Zwar nicht immer ich, aber wir haben ein Team aus über 40 Moderatoren, die sich aktiv darum kümmern, dass euch nicht keine schlimmen Sachen oder so passieren. Habt auf jeden Fall keine Angst, auf den Server zu joinen. Ja, jetzt geht er hier wieder runter. Arschlecken, Alter. Ich mache jetzt hier seine Kackbase zu, dass er hier nie wieder reinkommt. Und dann werde ich ihn auf jeden Fall auch bannen. So. Slash. Tippe hier S. Quillix. Dann mache ich Slash. Vanish aus.
Und jetzt sieht er mich auf jeden Fall. Jetzt mache ich slash MSG S-Critics. Tja, erwischt. Also Freunde, der muss auf jeden Fall mega aggro sein. Ich würde sagen, auf jeden Fall verdient. Ich banne ihn jetzt auch noch erstmal permanent vom Server, weil sowas ist an Dreistigkeit wirklich nicht mehr zu überbieten. Was? Er schreibt, geh mir die Eier lutschen, du dreckiger Homo, fick dich. Ja, wahrscheinlich toleriere ich das einfach, dass du an meinem Spawn rumbaust, Alter. Hacking. Also, Freunde. Wie gesagt, habt keine Angst, auf dem Server zu spielen, und wir haben jetzt auf jeden Fall auch bald so eine kranke Geburtstagsaktion geplant, weil Durchrasten wird nämlich 2 Jahre alt. Freut euch auf jeden Fall drauf, da kommen auch noch mehr Infos zu. Entweder morgen oder übermorgen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf dem Server oder beim nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen oben da. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr von dem kranken Hacker haltet. Und dann würde ich sagen, haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.